Die Sparkassengeschäftsstelle in Lauchhammer Mitte hat ihren Brunnen wieder. In der letzten Woche wurde er neu aufgebaut und bekam auch seine Bronzefigur, eine Marktfrau, wieder. Die war vor 7 Jahren gestohlen worden und das hat dem Ehepaar Gerlinde und Wolfgang Mirtsch keine Ruhe gelassen, haben sie uns bei der Wiedereinweihung gesagt. Jeden Tag kommt man hier an diesen Brunnen, der 96, wie Herr Starek schon gesagt hat, mit der Eröffnung der Sparkassen mal gebaut wurde. Und uns hat es geärgert einfach, dass hier nichts getan wurde. 2017 wurde die Brunnenmarktfrau aus Bronzeguss gestohlen und nie ersetzt. Das Ehepaar Mirtsch ließ nicht locker und wandte sich schließlich mit einem Brief an die Sparkasse, denn der Brunnen ohne Figur steht schließlich vor der größten Filiale der Stadt. Beim Sparkassenvorstand lief das Paar offene Türen ein. Also ich kann mich noch an den Tag erinnern, als der Brief bei uns einging und Herr Piotrowski in meinem Büro kam und er gesagt hat, Mensch, das ist eine tolle Anfrage. Wir waren sofort der Meinung, da tun wir was. Aber wir wollten nicht irgendwas tun, sondern wir wollten was tun, das, was wir heute hier haben. Einen schönen Brunnen, eine schöne Marktfrau und ein schönes Gesamtensemble, um Lauchhammer wieder in dem Licht erstrahlen zu lassen, wie es heute erstrahlt. Damit die Marktfrau überhaupt wiederhergestellt werden kann, musste erst einmal die Form gefunden werden. Und dabei kommt Antje Breuer vom Kunstgussmuseum ins Spiel, denn sie nimmt den Kontakt zum Künstler auf. Ja, tatsächlich habe ich recherchiert, wer diese ursprüngliche Marktfrau gemacht hat. Und das war der Volker Bayer, ein Bildhauer, der tatsächlich sehr viel, eigentlich nach seiner Aussage, alles, was er je in Bronze hat gießen lassen, in Lauchhammer hat machen lassen. Und eben auch diese Marktfrau. Und er hat sich tatsächlich nicht nehmen lassen, trotz seines hohen Alters, zu sagen, nein, das mache ich selbst. Ich mache das Modell wieder. Also er hat es wirklich eine neue Marktfrau nach den alten Fotos, die noch existiert haben, aus Ton modelliert und dann von einem Former abgießen lassen, sodass wieder ein neues Gipsmodell, um dann wieder den Guss herzustellen, vorhanden war. In dieser Zeit gab es auch die Überlegung, die Figur aus Aluminium zu fertigen, doch nun erstrahlt sie wieder als Bronzeguss. Naja, es gibt Vor- und Nachteile bei jedem Material. Bei Aluminium wäre es so, dass das natürlich diebstahlsicherer ist, weil das Material einfach viel weniger kostet. Von der anderen Seite muss das Historische eigentlich, was schon mal war, wieder aufgebaut werden. Und man hat bei Aluminium keine große Möglichkeit, das auch zu patinieren. Ja, also bei Bronze, was man jetzt hier das Grünliche sieht, das kann man nur an eine Bronzeplastik machen. Und daher wäre das Aluminium-Ausführung vielleicht nicht unbedingt auf Zuspruch hier gestoßen. Für die Stadt Lauchhammer ist dieser 10. Juli ein ganz besonderer Tag. An diesem wirklich sehr tollen Beispiel sieht man, dass bürgerschaftliches Engagement hier auch zum Ziel führen kann. Und ich persönlich und ich glaube auch viele der Lauchhammeranerinnen und Lauchhammeraner sind der Familie Mirtsch sehr dankbar darum. Und natürlich auch der Sparkasse, dass hier dieser Brunnen wieder in Betrieb gegangen ist. Und das ist natürlich auch ein Zeichen dessen, dass die Kunstgussstadt sehr aktiv ist und auch lebt. Die Sparkasse übernimmt die gesamten Kosten, immerhin ein 5-stelliger Betrag. Die neue Brunnenskulptur ist der Beweis, dass die lange Kunstgussgeschichte in der Stadt weitergeführt wird. Und mit dem Wiederaufbau des Brunnens ist auch der Anblick der Sparkassenfiliale in der Kleinleipischer Straße wieder komplett. Also ich glaube, es geht nicht nur um den Vorplatz der Sparkasse, es geht um Lauchhammer, das Zentrum von Lauchhammer. Und ich finde, dieser Brunnen mit Marktfrau, der ist emotional schon berührend, weil wenn das Wasser vorhin, als es anging, als es lief, hat es Erinnerungen geweckt, wie wir es ja schon 1996 hatten, als der Brunnen in Betrieb ging. Und als der Brunnen das erste Mal mit einer Marktfrau entsprechend, sage ich mal, ausgestattet hier das Zentrum zierte. Dass dann über 21 Jahre später dieser Diebstahl dazu führte, dass quasi dieses Leben erlosch, macht mich heute umso stolzer, dass wir hier wieder eine Statue haben oder ein Kunststück haben, was optisch sehr schön aussieht, was optisch sich einfügt, was aber auch genau das ist, was Lauchhammer ist. Kunstguss, Kunstgussstadt. Dass der Marktbrunnen in Lauchhammer wieder richtig funktioniert, verdankt die Stadt dem ortsansässigen Sanitärfachbetrieb Mirtsch und Schnabel und der Familie des Künstlers Volker Bayer.